Nee, Leute, also wie gesagt, ich muss jetzt mal kurz loswerden, ne? Wie gesagt, alle, die mich schon länger verfolgen, wissen ja, ich spiele seit Jahren in einem Fußballverein in der Kreisliga, bin da seit ein paar Jahren mittlerweile auch Vorstandsmitglied und in diesem Jahr feiert unser kleiner, aber feiner Verein 30-jähriges Jubiläum, wurde nämlich 1993 gegründet, 1993 ist man in den Spielbetrieb eingestiegen und deswegen 30-jähriges Jubiläum, deshalb, ja, machen wir dieses Jahr halt ein schönes, großes Fest, logischerweise. Und da ich ja seit ein paar Jahren im Vorstand mit drin bin, bin ich auch zum ersten Mal in der Organisation eines solchen Festes, Vereinsfest, Dorffest mit integriert. Und Leute, also ich konnte mir schon immer vorstellen, dass es das eine Menge Arbeit ist, ne? Aber ich muss jetzt mal so sagen, jetzt kurz bevor dieses Jubiläumswochenende ins Haus steht, muss ich mal ganz klar sagen, ihr wisst, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Aufwand ist, so einen ganzen Bums zu organisieren. Es ist der Wahnsinn. Du musst so viel einplanen. Du musst kalkulieren, was du ausgeben kannst an Geld. Du musst dich um Sponsorengelder kümmern, dass du irgendwas zugeschossen kriegst. Natürlich willst du am Ende des Tages mit so einem Fest auch ein bisschen Plus machen für den Verein, um dir gewisse andere Investitionen gönnen zu können. Sei es zum Beispiel neue Trainingsanzüge oder so. Jetzt mal ganz plumpes Beispiel gesagt und so weiter. Und natürlich willst du den Verein gut dastehen, den Verein richtig präsentieren. Du musst überlegen, was für ein Programm ziehst du da. Was für ein Programm ziehst du da genau ab und so weiter. Und ja, wir haben uns halt dazu entschlossen, dass wir aus diesem Wochenende so ein komplettes Fußballwochenende machen, denn wir sind ein reiner Fußballverein, auch wenn wir SV heißen und nicht FC. Und haben uns Gedanken gemacht, was genau machen wir. So, wir haben uns dann gedacht, gut, Freitagabend, es ist Sommer. Wir machen ein dickes Sommerfest. Wir machen Freitagabend, machen wir ein schönes Spielchen für die Männermannschaft. Für die Kreisliga-Mannschaft der Männer, einen richtig schönen, attraktiven Gegner wollen wir uns ins Haus holen. Am Ende des Tages habe ich probiert beim Regionalligisten Greifswald FC. Ich habe es bei Hansas zweiter Mannschaft probiert. Ich habe es bei Hansas A-Junioren probiert. Ich habe es beim FC Anker Wismar probiert. Der gute Jonas hat das mal für mich nachgefragt. Hat alles nicht so hingehauen. Und da haben wir gedacht, ey, komm, fragst einfach mal bei der Stadt nach, wo du eigentlich auch wohnst. Nämlich beim 1. FC Neubrandenburg. Und Gott sei Dank, die haben tatsächlich gesagt, ey, wir kommen zu euch am Freitagabend. Die sind ein Top-Team der Verbandsliga, ist glaube ich auch für die Region, wo wir hier sind. Also, mein Verein ist ja in der Region Anklam. Alle, die aus Mecklenburg-Vorpommern kommen, wissen das glaube ich ungefähr, wo das her ist. Neubrandenburg, so circa knapp 45 Kilometer weg von uns. Und ja, das fahre ich ständig zum Spiel und zum Training, ja. deswegen Riesenfreude, jawohl, die kommen. Da haben wir den Freitagabend organisiert gehabt. Dann war die Planungssache, was machst du am Samstag? Ganz klar, unser Verein hat seit fast 30 Jahren noch durchweg eine Frauenmannschaft. Leider, 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 aufgrund von argen Personalmangel können wir in der kommenden Saison keine Frauenmannschaft mehr melden. Das ist richtig, richtig schade, auch für die Mädels, die noch bei uns gespielt haben. Aber es sind halt leider einfach zu wenig, selbst für Kleinfeld, die wirklich Fußball spielen wollen. Beziehungsweise leider sind auch einige noch zu jung, denn offiziell im Spielbetrieb teilnehmen darfst du erst mit 16. Deshalb, wir haben ein paar 14-, 15-Jährige dabei. Die Hoffnung ist natürlich da, dass wir mit Trainingsbetrieb aufrechterhalten, dass wir nächstes Jahr wieder melden können. Aber dieses Jahr erstmal keine Frauenmannschaft mehr. Trotzdem, natürlich, beim 30-jährigen Vereinsjubiläum soll natürlich auch die Frauenmannschaft ihr Spotlight bekommen. Deswegen, klar, Kleinfeldturnier der Frauen am Vormittag haben wir gesagt. Gott sei Dank, damit habe ich dann nichts zu tun. Da ist dann eine von der Frauenmannschaft, die das Ganze organisiert, zum Glück. Und dann kam der Samstagnachmittag. Haben wir erst gedacht, was machen wir? Ein schönes Kleinfeldturnier. Das lockt viele Leute an, das lockt viele Mannschaften an. Damit kannst du schön Bier verkaufen und so weiter, Bratwurst verkaufen und so weiter und so fort. Aber wir haben uns entschieden, nee, komm, die Männermannschaft hat schon am Samstagabend, am Freitagabend ihr Highlight. Wir brauchen natürlich auch viele Leute, die helfen, logischerweise. Denn klar, wenn alle auf dem Feld stehen und spielen, brauchst du natürlich noch welche, die helfen. Deswegen haben wir uns gesagt, ey, wir machen aus diesem Nachmittagsturnier ein Altherrenturnier, heißt Traditionsturnier. Heißt, wir laden etliche Leute ein, die in den letzten 30 Jahren bei unserem Verein Fußball gespielt haben, machen daraus ein Ü35-Turnier. Leider haben dann schon schnell viele Altherrenmannschaften aus der Region abgesagt, wodurch wir gesagt haben, ey komm, wir machen ein Ü30-Turnier draus. Ist ja nicht so schlimm, wenn einer halt unter 35 ist. Aber auch das stellte sich dann heraus aus der ganzen Region, ey, die Leute wollen nicht kommen, es ist so viel los in der Umgebung, das passt einfach nicht. Ich hab bestimmt in den letzten 5 Wochen 20 Vereine angeschrieben. Am Ende des Tages standen wir gestern bei 3 teilnehmenden Mannschaften für unser Traditionsturnier. Wir selbst, denn Nachbarort Anklam und noch ein Nachbarort. Wo ich mir denke, Alter, du planst hier seit Wochen so ein großes Ereignis. Du hast einen Bierwagen organisiert, du hast Essen organisiert, du hast Musik organisiert und allem drum und dran. Und denn das Wichtigste, du kannst kein Turnier abhalten, wenn du nur 3 Mannschaften hast.
Das hat in den letzten Tagen so viel Kopfzerbrechen bereitet. Vor allem, ihr wisst ja, ich mache ja auch die Instagram, Facebook, Homepage, Seiten, Social Media, alles mache ich für den Verein. Ich bin derjenige, der immer zu die ganzen Bilder da erstellt hier. Ey, wir suchen noch und suchen noch. Bis wir uns dann gestern entschieden haben, ey, wir kriegen keine Mannschaft zusammen. Machen wir dann einfach ein ganz normales Freizeitturnier draus. Kann jeder kommen, wer möchte. Mehrere Vereine können sich zusammenschließen. Keine Ahnung, Feuerwehren können kommen und so weiter. Und positiv ist, seit gestern haben wir dann halt noch drei Mannschaften zugewonnen. Heißt, Stand jetzt sind wir 6 Mannschaften. Damit kannst du ein einigermaßen ordentliches Turnier aufziehen mit jeder gegen jeden. Hin- und Rückrunde. Dann hast du dann Samstagnachmittag schön beschäftigt. Aber Leute, das Ganze nebenbei zu organisieren. Dann natürlich auch wöchentlich letzter Zeit die ganzen Vorstandssitzungen. Du musst entscheiden, was soll dahin, was soll dahin, was wird aufgebaut, wer kann das besorgen, wer kann das besorgen, wer macht das, wer macht das. Du bist da nur am Denken und Planen und natürlich, wenn du mit aber es organisierst, hoffst du natürlich auch, dass das Ganze vernünftig über die Bühne geht. Das hat mir die letzten Tage so ein Kopfzerbrechen bereitet, weil du natürlich willst, dass dein Verein vernünftig dasteht. Und wie blöd stehst du da, wenn du dann ein schönes, großes Fest organisierst und am Ende stehen dann nur 3 Mannschaften auf dem Feld, die sich da, keine Ahnung, 10-mal gegeneinander bekicken oder was. Alter, zum Glück ist das ja, Gott sei Dank so ein bisschen korrigiert worden und so weiter, aber da ihr mir wisst, warum ich in den letzten Wochen auch keine Zeit hatte, da stream die Zeit nämlich mir, ne? Aber dass ich keine Zeit hatte, irgendwelche YouTube-Videos zu produzieren, das liegt nicht nur daran, dass FIFA mir aktuell keinen Spaß macht, sondern das liegt hauptsächlich auch daran, dass ich halt wirklich komplett anders eingebunden war die letzten Tage und Wochen. Es ist wirklich der Wahnsinn. So sehr ich mich auf dieses Fest freue, so stolz ich darauf bin, dass ich das mitorganisiert habe, so froh bin ich ehrlich gesagt aber auch, wenn das am Montag alles vorbei ist. Vergessen habe ich noch, Samstagabend gibt es noch eine schöne Party von allen, die da bleiben wollen, mit allen ehemaligen Vereinsmitgliedern und so weiter und aktuellen Vereinsmitgliedern. Und Sonntagvormittag gibt es ja noch ein Kinderturnier, weil so ein Kindertraining bieten wir mich auch immer an, heißt, die kommen auch zum Zuge und so weiter. Also für mich heißt es aber, ich bin das ganze Wochenende da auf dem Sportplatz, ich werde noch nicht nach Hause fahren. Wenn wir Glück haben, sehen wir uns am Sonntagabend wieder im Stream. Mal schauen, wie fertig ich dann bin. Aber ja, Freitagnachmittag, also ich habe mir extra schon Freitag und Montag freigenommen, damit ich irgendwie noch was vom Wochenende habe und das alles nicht zu stressig wird für mich nach der Arbeit. Also ja, es ist Wahnsinn. Also für mich ist heute schon ein kleiner Freitag und morgen ist für mich Freitag, weil ich Freitag frei habe. Aber das muss ich erstmal loswerden, damit ihr mal wisst, was so alles in meinem Kopf vorgeht zurzeit und was für Sachen ich mich rumschlage. Das ist wirklich, wirklich der Wahnsinn. So, und jetzt kann ich mal zu euren Fragen kommen. Wie viele Mitglieder seid ihr in Persien? Wir haben knapp 45 Mitglieder aktuell. Größtenteils natürlich Männer. Also das sind, glaube ich, um die, 32, 33 Männer, die Mitglieder sind. Und der Rest ist dann halt von der Frauenmannschaft. Redest wie ein Wasserfall. Ja, ich wollte mir das mal von der Seele gesprochen haben. damit ihr Bescheid wisst, was so in mir vorgeht. Ja, mein Lieber, das geht so aktuell bei mir ab. Arbeit läuft so denn nebenher. Ich bin auch mit dem Kopf fast nur da. Nebenbei organisiere ich auch noch die ganzen Testspiele für unsere Sommervorbereitung. Ey, das ist der Wahnsinn. Letzte Woche kam unser sondern Staffeleinteilung raus. Wir fangen erst am 1. September-Wochenende mit der Kreisliga an. Haben die einen Hammer bei uns? Also, das kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Weißt, letztes Jahr haben sie Schiss gehabt, weil es noch Corona-Regeln gab. Da haben sie Anfang August schon angefangen, also am 6. August schon mit der Kreisliga. Und dieses Jahr fangen sie erst am 3. September an. Ey, da wirst du weich. Junge, Junge, Junge. Und dann spielst du bis Dezember rein. Das ist der Wahnsinn. Oh nee. Jetzt heißt also den ganzen Sommer, den ganzen August noch Testspiele durchplanen. Aber es ist doch schön, dass es noch Leute gibt, die sich einsetzen wie du für Lau. Ja, das ist das Ehrenamt, ne? Das ist das Ganze am Ehrenamt. Und meiner Meinung nach ist Fußball im Verein spielen mehr als einfach nur Fußball spielen. Wenn du Mitglied in einem Verein bist, dann geht es um die Gemeinschaft. Dann geht es ums Beisammensein, dann geht es um gemeinsam was zu machen und so weiter. Und das ist für mich Ehrensache. Deswegen, also dieses Ganze drumherum um den Amateurfußball, das habe ich schon so oft gesagt, da wiederhole ich mich so gerne immer wieder. Das reizt mich viel mehr, als am ganzen Wochenende zu Hause vor der Glotze zu hängen und irgendwelche Spiele zu gucken. Zum Beispiel, ich habe vorhin ein Video gesehen von den Free Kickers. Das sind ja, glaube ich, die größten deutschen YouTuber, die auch international erfolgreich sind. Und da finde ich es, ich weiß nicht, wo die das gedreht haben, aber da finde ich es einfach so traurig. Die haben so viele Abonnententreffen gemacht, glaube ich, so eine Abonnenten-Challenge, Elfmeterschießen mit Kindern. Also es waren alles so 10 bis 15, 16-Jährige, die da waren. Und die haben alle entweder normale Klamotten angehabt, normale Sportklamotten oder halt hier Barca-Trikot, Barca-Trainingsjacke, Real-Trikot und so weiter. Da hat nur ein einziger von diesen ganzen Kindern ein Trikot einer deutschen Profimannschaft angehabt. Da hat nur ein Kind ein Stuttgart-Trikot angehabt, sonst keiner weiter. Und alle vorm Schießen in die Kamera, Ronaldo auf die 1, Messi auf die 1. Und ich muss so denken, ja,
Ich meine, ist ja klar, dass Kinder irgendwie Vorbilder haben, finde ich ja cool. Aber ich finde es schon echt traurig, dass die meisten Kinder alle immer dann nur Trikots von Real Madrid und Barcelona und so weiter tragen, wo ich mir denke, ey Leute, wir haben so geile Vereine in Deutschland. Scheißegal, ob erste, zweite, dritte, vierte Liga. Da gibt es so viele geile Vereine und alle immer nur Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo. Klar, das sind krasse Fußballspieler, die sind verdient da, wo sie sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich jucken diese Leute alle nicht. Mich juckt das alles nicht, mich juckt Real Madrid nicht, mich juckt Barcelona nicht, mich juckt Manchester City nicht, mir ist sowas von scheißegal, wer Champions League-Sieger wird, wenn es nicht gerade eine deutsche Mannschaft im Finale schafft. Das ist alles so, oh, weiß ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, da mache ich mir echt ein bisschen Sorgen um die Jugend, weil ich habe in dem Alter, keine Ahnung, was ich mit dem Alter gemacht habe, aber bestimmt mich auch nicht für Real Madrid und so interessiert, nee, für mich gab es immer nur Hansa und dann irgendwann habe ich halt angefangen, selber Fußball zu spielen. Irgendwann habe ich angefangen, selber Fußball zu spielen und das ist für mich dann damals schon, obwohl ich weiß, dass ich nicht der beste Fußballer bin, um Gottes Willen. Also ich bin froh, wenn ich im Jahr, in eine Saison auf meine 5, 6, 7, 8, 9, 10 Einsätze komme, mit, keine Ahnung, vielleicht mal dreistellige Minutenzahl insgesamt, aber das ist mir sowas von scheißegal, ich bin einfach gerne dabei. Ich liebe dieses ganze Beisammensitzen und so weiter. Ich habe es aber schon so oft erklärt und so. Und deswegen kann ich die Jugend heutzutage einfach nicht mehr verstehen, dass man immer nur die krassen Vereine sieht. Oh, wo einfach nur, ich meine, gut, mit dem heutigen Wissen, klar, als Erwachsener kenne ich das mehr aus, dass da nur Mist im Hintergrund ist, aber verstehe ich nicht, warum die Jugendlichen, die Kinder heutzutage nur noch diese ganzen krassen Vereine sehen. Ja, klar, die Medien gesteuert und so weiter. Wenn du auf Instagram, TikTok und so weiter rumscrollst, siehst du es halt nur von diesem Verein. Aber das finde ich ehrlich gesagt so ein bisschen traurig. Versteht ihr, was ich meine? Warum haben nicht viel mehr Leute Trikots von Eintracht Frankfurt an, von VfB Stuttgart, von meinetwegen auch Bayern München oder Borussia Dortmund oder Schalke 04 oder 1. FC Köln oder Borussia Mönchengladbach oder SC Paderborn und Hansa Rostock? Ist mir alles scheißegal. Nee, es ist immer nur City, Chelsea, Barcelona, Real Madrid, Ronaldo, Gouto. Wo ich mir immer so weiter denke. Digga, ich guck mir lieber am Samstagnachmittag ein Amateurfußballspiel an, mit einem schönen Bierchen in der Hand, quatsch mit ein paar bekannten Leuten, als dass ich mich Mittwochabend hinsetze und Champions League gucke. Das muss ich so ganz einfach mal sagen. Also ich kann da viele Leute einfach nicht nachvollziehen. Ich würde behaupten, ich bin leidenschaftlicher Fußballfan. Fußball ist ein großer Bestandteil meines Lebens, aber halt nicht über die Grenzen von Deutschland, manchmal sogar nicht mehr über die Grenzen der zweiten Liga hinaus. Weil mein Hauptaugenmerk liegt auf Hansa, Amateurfußball. Alles andere nehme ich so nebenbei wahr. Auch dank euch im Chat natürlich hier. Und natürlich folge ich bestimmten Seiten auf Instagram, sodass ich mal ein bisschen was mitkriege. Aber so ganz viele Sachen nehme ich halt irgendwie einfach nur zur Kenntnis und sage mir so, juckt mich nicht. Ist mir scheißegal. Deswegen bin ich auch leider, das meine ich nicht mehr böse, aber dann bin ich auch manchmal auch ein bisschen genervt von manchen Fragen im Chat. Was sagst du von dem zu dem? Was sagst du von dem zu dem? Was sagst du hier zum Beispiel als Hofmann zu Leverkusen? Oder Skiri zu Frankfurt, habe ich vorhin auch schon gelesen. Da kann ich euch einfach nur wieder sagen, juckt mich nicht. Sorry. Aber ist mir scheißegal. Ich bin eher erstaunlicher, dass hier, mir fällt gar kein Name ein, Max Mustermann von Rote Bete Dischlei zu Diakonie Ausbau Zieten gewechselt ist. Das finde ich interessanter. Da frage ich mich so, ey, warum ist der denn da weg? Warum hat der in den Verein gewechselt? Wisst ihr? Also das ist... Es ist so wirklich, weiß ich nicht. Heute kriegt nicht jeder sein Fettwerk, Linus. Nein, aber ich meine das nur mal so, weil ich diese Entwicklung immer so bedenklich finde. Ich meine, klar, ich merke, ich werde auch irgendwo älter, logischerweise. Nächsten Monat werde ich leider 30, das kann ich so leider, muss ich leider so offen und ehrlich aussprechen. Ich muss mir im Moment Gedanken machen, wie ich meinen 30. Geburtstag feiern möchte. Wisst ihr, und das ist so... Und dann interessieren mich so viele Sachen im Fußball einfach nicht. Ich freue mich, Hansa zu sehen und so weiter, aber mehr auch nicht. Jetzt kommt das mit dem Alter. Ja, wahrscheinlich merke ich, wahrscheinlich diese, mache ich mir so diese Gedanken, weil ich selber halt merke, dass ich alt werde. Obwohl ich im Kopf eigentlich überhaupt nicht dieses Alter entspreche. Überlegt mal, ich bin 29, werde jetzt nächsten Monat 30 und ich bin sowas von weit davon entfernt, irgendwo daran zu denken, eine Familie zu gründen.